Ja, überall ist es eben ganz, ganz wichtig, Momentum aufzubauen. Und wie baut man Momentum auf? Da kommen wir wieder zum Anfang. Das ist eben dieses Prinzip Slight Edge. Momentum baust du auf, indem du jeden Tag konsequent die kleinen richtigen Dinge tust. Und dann bist du eben in diesem Kreislauf drin. Yes! Herzlich willkommen zum Schlafgesund.com Podcast zurück. Hier ist euer Jan und heute haben wir eine Special, im Englischen würde man sagen Rapid Fire Q&A Folge. Und zwar habe ich meinen besten Buddy, den Julian, dabei und wir sprechen über das Erfolgsbuch Nummer 1, The Slight Edge. Herzlich willkommen, Julian. Schön, dass du dabei bist. Herzlichen Dank, Jan. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich mit dabei sein darf. Okay, bevor wir in das Thema direkt reingehen, würde ich einmal den Klappentext von dem Buch vorlesen, also die Hinterseite, dass die Leute auch wissen, worum es geht. Vorab, dieses Buch verbindet den Julian und mich auf ganz besondere Art und Weise. Julian ist erfolgreicher Unternehmer, Verkaufsprofi, Verkaufstrainer, Spezialgebiet Akquise, gehen wir gleich besser drauf ein. Und über die letzten Jahre hat uns dieses Buch tatsächlich begleitet. Es ist Slight Edge, millionenmal verkauft in den USA, zu Deutsch der kleine Vorsprung. Verwandeln Sie einfache Arbeitsschritte in große Erfolge und Glücksgefühle. Ja, der Slight Edge stellt eine Denkweise dar, die Ihnen ermöglicht, die täglichen Entscheidungen zu treffen, die Sie zu Ihrem gewünschten Erfolg und Lebensglück führen. Ganz am Anfang, was ist für dich das größte Learning, der größte Game Changer in diesem Buch gewesen und warum? Ich glaube, die Kernaussage des Buches, für mich persönlich zumindest, ist, auch wenn der Satz so nicht drinsteht, aber finde, das ist ein ganz gutes Bild, um das Ganze zu verstehen. Schlage jeden Tag in die gleiche Kerbe und du fällst früher oder später sogar die dickste Eiche. Will sagen, wenn du jeden Tag etwas tust oder immer die gleichen Erfolgsprinzipien tust, die wichtig sind, um dein Ziel zu erreichen. Also wenn du jeden Tag einen Schritt auf dein Ziel zugehst, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du es erreichen wirst. Und ich glaube, das ist die Kernaussage des Buches. Und das ist das, das ist die ganze Magie dahinter. Ja. Ja, du hast ja, als wir das Buch zusammen irgendwie gestartet haben, hast du ja direkt so eine Liste gemacht aus 37 Learnings. War ich total begeistert hinterher, als du mir dieses fünfseitige DIN A4-Dokument geschickt hast mit den 37 Learnings. Und tatsächlich ist das dein Learning Nummer 2, wenn ich mir das angucke, heißt, wenn ich täglich nur 1% besser werde, dann steigere ich meine Fähigkeiten innerhalb eines Jahres um 356%. Absolut, genau so ist es, genau darum geht es. Ich bin damals, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, im Urlaub gewesen, eine Woche. Ich habe das Buch in dieser einen Woche zweimal durchgelesen und habe mir währenddessen alles rausgeschrieben. Und das sind die 5 Seiten dann im Prinzip gewesen, die ich dir geschickt habe. Und genau, wichtiger. Ich habe vor einiger Zeit meine Story gehört bei irgendeinem Erfolgstrainer. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht mehr genau sagen, bei welchem das war, und er beschrieb, wahrscheinlich ohne, dass er jemals dieses Buch gelesen hat, er beschrieb genau das Prinzip, um das es geht bei Slight Edge in dem Buch. Und er hat ein Beispiel, eine Story erzählt, die will ich mal so mit meinen eigenen Worten kurz wiedergeben. Es ging da um zwei Personen, die, ja, sagen wir mal, das gleiche Leben führen, im gleichen Alter sind, den gleichen Job haben. Und Person 1 entscheidet sich an einem Tag und sagt, ich fange heute einfach mal an, 5 Minuten früher Feierabend zu machen. Und ich mache einfach mal nur 2 Telefonate weniger am Tag. Es ist ein bisschen bequemer geworden. Er hat sich so ein bisschen zurückgelehnt in seinem Job und außerdem macht er auch einmal die Woche weniger Sport. Ja, also das sind erstmal so die kleinen Veränderungen, die er vornimmt. Person 2 macht genau das Gegenteil, ne, und sagt, ich bleibe einfach mal jeden Tag eine halbe Stunde länger und ich mache jeden Tag 2 Telefonate mehr. Und ich gehe jede Woche einmal öfter zum Sport als bisher. Und es sind kleine Veränderungen, die diese beiden Personen vornehmen. Ja? Wenn man jetzt die Telefonate nimmt, der eine macht 2 Telefonate weniger am Tag, der andere macht 2 Telefonate mehr. Das sind nur 10 in der Woche und sind am Ende des Tages 40 im Monat.
Ja, der eine geht einmal weniger zum Sport, der eine einmal häufiger. Das sind 4 Einheiten, Sporteinheiten weniger, beziehungsweise 4 Einheiten mehr im Monat. Und das macht gar nicht so den großen Unterschied, meint man. Und am Ende des Tages ist es so, nach den ersten 2, 3, 4 Wochen, auch nach den ersten 2, 3 Monaten, wirkt sich das noch gar nicht so wirklich auf die Leben der beiden aus. Aber du stellst fest, nach einem halben Jahr, nach 9 Monaten, nach einem Jahr, nach 2 Jahren, stehen diese beiden Personen, die die gleiche Ausgangsposition hatten, in ihrem Leben ganz woanders. Der 2 Telefonate weniger gemacht hat am Tag, das sind, wir erinnern uns, 10 in der Woche, 40 im Monat, 480 Telefonate in der Summe im Jahr. In 2 Jahren sind es fast 1000 Telefonate, die diese Person weniger gemacht hat. Zweite Person, genau das Gegenteil, 2 Telefonate mehr am Tag, macht also in 2 Jahren 1000 Telefonate mehr am Tag. Ja? Das heißt, auf diesen Zeitraum, auf die kurze Dauer von 1, 2, 3, 4 Wochen oder vielleicht auch 3 Monaten, merkst du keinen Unterschied. Aber auf die lange Sicht gesehen, führen diese beiden Menschen ein völlig anderes Leben. Führen diese Menschen und haben diese Menschen ganz andere Ergebnisse auch in ihrem Leben. Anderes Beispiel, was ich an der Stelle gerne auch nochmal bringen möchte, um das Ganze noch ein bisschen klarer zu machen. Fand ich ganz spannend, wenn du jeden Tag nur 1 Kilometer joggen gehst, dann sind es 30 Kilometer im Monat und es sind, ich glaube, wie 8 oder 9 Mal Marathon im Jahr. Es ist nur 1 Kilometer am Tag, aber auf das Jahr gesehen, auf die lange Sicht gesehen, macht diese kleine Aktivität, die du aber täglich machst, macht einen enormen Unterschied in deinem Leben aus. Und ich glaube, das ist das, wo man das Prinzip Slight Edge sehr, sehr anschaulich erklären kann und sehr gut erklären kann, auch welche Auswirkungen das Ganze in einem Leben haben kann. Und jetzt ist es ja für denjenigen, müssen wir auch ehrlich sein, der das allererste Mal hört, der sagt sofort, ja, verstehe ich, aber Klammer auf, 99% davon verstehe ich noch nicht. Das ist ja so unfassbar spannend. Ich habe das Buch, glaube ich, 5-mal wirklich durchexerziert. Und ich habe jedes Mal das Gefühl, das Buch, das klaut jemand. Das E-Book wird von meinem Handy wieder gelöscht und wieder neu draufgespielt mit anderen Inhalten. Mhm. Jedes Mal bist du an einem völlig neuen Punkt. Woran liegt das, dass Julian, einer Mensch nach 2 Jahren vielleicht 50.000 Euro mehr verdient im Jahr? Und der andere nicht. Und das ist, um das mal in dieser Sprache zu sagen, es geht um die einfachen, kleinen, unbedeutenden, ist eigentlich das spannendste Wort da, unbedeutenden Handlungsschritte. Was machen, und jetzt der Jeff Olson, im Übrigen nicht ganz unerfolgreich und nicht ganz unbekannt in den USA, der Jeff Olson spricht ja immer von den 95 und den 5% Leuten. Also, und die 95% der Menschen, die tun jeden Tag kleine, einfache Dinge. Das Spannende ist, wir tun die alle. Es geht gar nicht darum, das neu zu machen. Niemand muss neu Dinge machen. Es geht darum, dass die Leute das fehl einschätzen. Das sind kleine, leichte Fehleinschätzungen. Ja, das ist so diese Idee von dem Penny, der kleine Penny, der sich jeden Tag verzinst mit sich selber. Also der Penny verdoppelt sich. Und jetzt sind da in dem Buch ganz cool, sind da diese 2 Söhne. Für mich so unfassbar krass diese Geschichte. Der Vater stirbt und sagt, okay, ich habe 30 Tage Zeit. Du nimm eine Mio von meinem Vermögen oder du nimm einen Cent und lass den jeden Tag verdoppeln. Und jetzt an jeden Zuhörer mal die Frage, okay, 30 Tage, was kommt hinterher raus bei der Verdopplung? Jetzt nicht lang nachrechnen, einfach aus dem Bauch. 5.000 Euro, 8.000 Euro, 50. Okay, spannend ist, sind fast 12 Millionen Euro. Und total lustig, der eine hat hinterher gar kein Vermögen mehr, weil er überlegt hat, was mache ich mit dieser 1 Million? Hat ganz viele Berater angehäuft, die in Summe 1,75 Millionen Euro gekostet haben. Somit er sogar 750.000 Euro oder also Schulden hatte, ja, und der andere, bei dem anderen hat sich täglich verzinst. Jetzt
ist es im Leben natürlich nicht so, dass sich alles mit sich selber verzinst, also permanent verdoppelt. Das wäre ein unfassbar großer Sprung. Aber allein dieser eine Prozent bedeutet, so wie du sagst, macht 2 Anrufe mehr am Tag. In deinem Bereich so unfassbar, unfassbar schön auch darzustellen, schon dieser eine Prozent am Tag, den man ja fast gar nicht beziffern kann. Ich ernähre mich 1% gesünder oder ich mach mal 1% Sport. Was ist der 1% Sport? Aber schon diese kleine Veränderung heißt am Ende nach einem Jahr 365% mehr. Absolut, absolut. Und du hast es schön gesagt, es geht immer um die kleinen Dinge, ja. Also den Unterschied machen tatsächlich die ganz, ganz klitzekleinen Dinge, die wir täglich tun. Das fängt ja morgens schon an, der Wecker klingelt, drücke ich nochmal auf den Snooze-Button und schlafe nochmal 10 Minuten länger oder stehe ich auf und mache einfach mal eben 10, 15, 20 Liegestütze. In dem Moment macht es überhaupt gar keinen Unterschied, ob du dich für das eine oder für das andere entscheidest. Es macht überhaupt gar keinen Unterschied. Du fühlst dich dadurch am Rest des Tages nicht fitter, deine Muskeln sind jetzt nicht größer oder so. Es macht auf die kurze Sicht gesehen keinen Unterschied. Aber machst du es täglich über einen gewissen Zeitraum, Monate und Jahre, dann macht es einen Unterschied. Isst du jeden Tag nur einen Apfel, dann hast du 365 Äpfel im Jahr gegessen. In 3 Jahren hast du über 1000 Äpfel, die durch deinen Körper gegangen sind. Über 1000. Im Vergleich zu der anderen Person, die es nicht gemacht hat. Macht das einen Unterschied, ja oder nein? Wir sehen das immer, also kurzfristig macht das immer keine Auswirkungen. Haben diese kleinen Dinge keine Auswirkungen, aber langfristig machen sie den entscheidenden Unterschied. Ja? Ich habe früher geraucht, 8 Jahre, ich war Raucher. Und ich weiß gar nicht, täglich, ich glaube 20 Zigaretten habe ich geraucht. Und wenn du Teenager bist, 16, 17, 18 Jahre und du rauchst irgendwie 2, 3, 4 Jahre, du merkst es nicht. Ja? Deine Zähne sind nicht wirklich dunkler, deine Ausdauer ist jetzt nicht wirklich schlechter generell dein Fitness- und Gesundheitszustand, der ist jetzt nicht viel schlechter bei mir gewesen mit 19, 20 Jahren als bei anderen, die nicht geraucht haben mit dem Alter. Aber schau dir den 60, 65-jährigen Raucher an, der 40 Jahre geraucht hat, über diese Zeit, dem siehst du das an. Der hat einfach eine andere Haut, ja, dem geht es anders, der hat vielleicht schon chronischen Husten, der hat vielleicht irgendeine Krankheit. Du siehst es diesen Menschen auch einfach optisch an, dass er 40 Jahre Raucherkarriere hinter sich hat. Und das ist ganz einfach, und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dieses Prinzip funktioniert in beide Richtungen, also sowohl positiv als auch negativ. Ja, positiv mit dem Apfel oder dem Sport und negativ mit dem Rauchen beispielsweise. Ja. Und ich wollte eben schon rein, genau das, warum, und das kann man ganz einfach wieder verstehen, aber du musst es 18 Mal hören, um wirklich zu begreifen mit deinem Herzen, warum sehen denn alle Dinge am Anfang gleich aus? Warum machen 50 Liegestütze an einem Tag keinen Unterschied? Weil diese Kurven, und im Übrigen, warum Kurve? Alles im Universum bewegt sich quantenphysikalisch in einer Kurve. Warum, musst du nachlesen, zu komplex zum Erklären. Aber nimm das an, es gibt keine Geraden, es gibt nur exponentielle Kurven im Universum. Diese Kurven, die starten an dem gleichen Punkt. Die liegen de facto aufeinander. Und ob du jetzt den einen Apfel oder den einen Bissen vom Snickers nimmst, macht nach einem Tag einen Unterschied. Auch nach 7 Tagen kannst du fast keinen Unterschied darstellen. Wenn wir jetzt Menschen haben, wir nehmen 2 Menschen, schicken die nach 7 Tagen zum Arzt, Blindstudie oder Doppelblindstudie, der Arzt kann wahrscheinlich nicht mal sagen, nach 7 Tagen, vielleicht nicht mal nach 30 Tagen, welcher Mensch ist der Apfelmensch, welcher ist der Snickersmensch? Ja, absolut. Aber, und jetzt kommt das Spannende, da es sich miteinander verzinst, egal ob um 1%, um 5%, ganz, ganz schlimme Dinge, oder starke Dinge wie 20 Zigaretten am Tag, ja, die verzinsen sich halt einfach größer und schneller miteinander. Und dann hast du nach 90 Tagen oder nach 200 Tagen auf mal kommt so dieser Hockeyschläger, kennen wir alle noch aus dem Matheunterricht, diese exponentielle Flieger. Und auf mal wird aus einem leichten Anstieg ein exponentieller Anstieg und wumm, in 15 Tagen ändert sich das ganze Leben. Absolut. Wir sprechen ja in dem Podcast, und genauso heißt die Folge, sprechen wir viel über Energie. Ich habe eine Geschichte mitgebracht über meinen Opa.
Weiß nicht, habe ich die Geschichte mit meinem Opa, dem Alkoholiker, dir schon mal erzählt? Ich glaube nicht, nein. Mein Opa, ich bin mit ihm aufgewachsen, ja, lustigstes Erlebnis, was ich hatte, ich war 3 Jahre, wir waren in der Türkei, ich habe mich auf seinen Bauch gelegt, im Pool und angefangen zu pinkeln, der ganze Pool hat sich blau gefärbt und jeder dachte, mein Opa wäre das gewesen. Also ich habe meinem Opa viel Spaß gemacht und ich bin bei denen aufgewachsen, habe meinen Opa wirklich richtig, richtig gern gehabt, war halt mein Lieblingsopa. So, und mein Opa hatte damals schon eine, gehen wir wieder zurück, leicht zu tun und leicht zu lassen, kleine minimale Fehleinschätzung. Und zwar war das sein eines Glas Rotwein am Tag. Mein Opa hat angefangen, so nach der Arbeit Freunde, es war ein Glas Rotwein. Die ersten Jahre, wo ich jung war, war das ein Glas Rotwein. Ob du 3 Jahre lang ein Glas Rotwein trinkst oder nicht, bringt dich das um, ja oder nein? Natürlich nicht. Macht dich das todkrank? Natürlich nicht. So, und jetzt wird, und da muss man sich vorstellen, das verzinst sich mit der Zeit, das kennen wir alle, jetzt wird bei einem Menschen aus einem Glas Rotwein werden 2 Gläser Rotwein. Aus 2 Gläser Rotwein werden 3, wenn du 3 groß hast, ist die erste 0,7er Flasche schon weg. Jetzt vielleicht nach 6, 7 Jahren hat er eine Flasche getrunken und dann irgendwann ist er in Rente gegangen und dann war die Flasche nicht mehr abends ab 18 Uhr, sondern die Flasche kam schon um 14 Uhr und dann zum Mittag und dann irgendwann fing das an und der ist noch Auto gefahren, der war noch in seiner Kirche, der hat noch irgendwie Vorträge gegeben und alles. Ja, der hat alles gemacht, nach 10 Jahren Saufen. Der war rund um die Uhr breit, irgendwann Alkoholiker stellt sich darauf ein, hat eine rote Nase schon gehabt, aber von außen hast du gedacht, naja gut, der hat ein bisschen zugenommen, ja, sieht nicht ganz so gut aus, aber der ist ja ein gesunder Mann. So, das ging so 10 bis 12 Jahre. Und dann hat man so gemerkt, okay, dem geht es nicht mehr richtig gut. Ja, der hat 12 Jahre lang hat der hinterher 2, 2,5 Flaschen am Tag getrunken. Und dann kam das letzte Jahr. Und in dem letzten Jahr ist diese Rakete exponentiell abgehoben. Von Organversagen hin zu, ich kann mich nicht mehr bewegen, hin zu, ich komme nicht mehr alleine ins Bad, hin zu, in den letzten Wochen kam dann alles auf Mal, Leber, Nieren, dann liegt jemand im Bett und pinkelt und kackt sich ein. Und die letzten 4 Wochen ist es im Endeffekt, halten dich Maschinen am Leben. Noch ein Jahr zuvor hätte man gedacht, ich habe gedacht, oh, wollen mein Opa nicht nochmal nach Spanien fahren? Ja, weiß ja, ihm geht es nicht so gut. Und innerhalb, guck mal, 12 oder 12, 13 Jahre tut er diese Dinge. Er hat sie einfach nur konsequent getan. Und in den letzten, bei ihm waren es dann vielleicht 4 Monate, in den letzten 4 Monaten ist das ganze Kartenhaus zusammengebrochen. Da sind 80-90% des gesamten Lebens hat er sich geklaut. In nur 4 Monaten, hat aber 12, 15 Jahre dafür gearbeitet, um am Ende, bumm, und dann die letzten 4 Wochen, ich habe ihn das letzte Mal gesehen, ungefähr 6 Monate vor seinem Tod, die letzten 4 Wochen war meine Mama täglich da. Hey du, jemand mit einer Leberzirrhose, multiplen Organversagen, die Haut verändert sich, der wird knallegelb, der kann nicht mehr sprechen und gar nichts mehr. Das ist nicht schön. Tragisch, ja, tragisch. 12 Jahre war der eigentlich gesund. Der ist Auto gefahren, strunzend besoffen und ich glaube, das machen 100.000 in Deutschland, ja. Aber völlig normal war, gehört ja zum Leben dazu. Der war kerngesund und am Ende in dieser ganz kurzen Zeit, in dem letzten Jahr, ist diese Rakete abgehoben. Leider nicht nach oben, sondern nach unten. Ja, du bist immer in so einer Spirale drin, entweder in einer Negativspirale oder in einer Positivspirale. Je nachdem, was du machst, wenn es das Glas Rotwein ist jeden Tag, ja, das verzinst sich, oder wenn es der Apfel ist, den du jeden Tag isst, das verzinst sich genauso. Und am Ende des Tages, genauso wie das ist echt ein Paradebeispiel dafür, wie eben dieser kleine Vorsprung funktioniert. Du tust etwas für eine gewisse Zeit, die Auswirkung zeigt sich nicht wirklich, und dann auf einmal gibt es diesen Quantensprung. Ja, leider in dem Fall in die negative Richtung. Und dann zeigen sich alle Auswirkungen auf einmal. Ja. Du hast gerade gesprochen von diesem, weiß nicht, wie hast du es genannt, Kreisel oder
Kreislauf, ja, negativ oder positiv. Kreislauf, Spirale. Und da gibt es ja im Slide Edge, ist alles, er arbeitet ganz viel mit Bildern, gibt es ja dieses Schwungrad. Vielleicht erinnerst du dich daran. Ja. Das ist so diese Idee, ein ICE mit 150, 180 Tonnen in Gang zu bringen. Also ich meine, mal abgesehen davon, ich gehe jetzt 2-3 Mal die Woche zum Sport, ja, dass ich das nicht hinkriege, auch nicht nach 10-mal die Woche Sport so ein ICE anzuschieben. Aber stell dir mal vor, du könntest den anschieben. Ja, nimm doch ein Auto, das ist leichter. Gut, nehmen wir so ein Auto. Und am Anfang, wie mit so einem Schwungrad, das dauert unfassbar lange, auch nur die ersten Zentimeter zu machen. So. Und dann schiebst du weiter und schiebst weiter und so langsam kommt das Thema in Schwung und nimmt so eine Eigendynamik auf, so diese Spirale, wo du gesagt hast. Und irgendwann musst du ja nur noch pusten und dieses Schwungrad dreht sich von alleine lassen. Das ist so, ja, das ist so, ganz genau. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, vollkommen egal, ob du jetzt über Berufliches sprichst, ob über Privates, über die eigene Gesundheit, was ja ein ganz großes Thema ist bei dir, wo wir gleich ja sicherlich auch nochmal drüber sprechen werden, in dem Zusammenhang. Es geht ja immer darum, eigentlich Momentum aufzubauen. Ne? Weil ich nehme nochmal den Zug, den du gerade erwähnt hast. Am Anfang, damit er überhaupt ins Rollen kommt, verbraucht er so viel Energie. Ja? Also braucht er so viel Energie, um dieses Gewicht erstmal ins Rollen zu kriegen. Wenn der aber erstmal mit 200 km/h unterwegs ist auf den Schienen, dann bremst den so leicht auch nichts mehr. Ja? Also am Anfang, wenn du dann einen großen Ast auf die Schienen legst und der will aus dem Stehen losfahren, der kommt einfach nicht los. Ja? Der kommt über diesen Ast nicht drüber. Ja. Aber wenn der mit 200 drüber brettert, ja, dann ist der Ast scheißegal. Der kann ja so dick sein, wie der will, der hält den Zug nicht auf. Ne? Und das ist eben dieses Momentum, das du in allen Bereichen kreieren kannst, egal ob es jetzt um deine eigene Gesundheit geht, um die eigene Energie, das eigene Wohlbefinden, egal ob es um Business-Themen, Geld geht. Ja? Überall ist es eben ganz, ganz wichtig, Momentum aufzubauen. Und wie baut man Momentum auf? Da kommen wir wieder zum Anfang. Das ist eben dieses Prinzip Slide Edge. Momentum baust du auf, indem du jeden Tag konsequent die kleinen, richtigen Dinge tust. Und dann bist du eben in diesem Kreislauf drin. Ja, ja. Du hast es gerade angesprochen, Energie, Erfolg, Leistung, also irgendwie so Power im Alltag aufzubauen oder ich sag versus sich immer schwächer und kranker zu machen. Jetzt fällt mir ein richtig geiles Beispiel ein. Ich weiß, dass du seit 3-4 Monaten einen Personal Trainer hast. Jemand, der sich hinter dich stellt und mal ordentlich ausholt. Ja. Und ich zumindest von außen, also es hat sich echt am Anfang gar nichts, aber jetzt mit der Zeit, jedes Mal, wenn ich dich sehe, sage ich, wer ist dieser Typ, brutal, was sich auch mal rein optisch bei dir verändert. Vielleicht magst du an dem Beispiel sagen, wie sich das für dich anfühlt, wie dieses positive Momentum, diese Gesundheit mit deinem Fitnessziel, wie die sich aufbaut. Ja, sehr gerne. Es ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel tatsächlich. Ich glaube, ich bin vor ungefähr 2-3 Monaten gestartet mit dem Training, also dann auch mit dem Personal Trainer. Und ich war vorher wirklich, ich muss sagen, ich hatte eine Figur wie ein Sack Schrauben. Also es... Naja. Ja, du hast mich ja auch nicht ohne T-Shirt gesehen vom Spiegel. Ja, den Einblick hatte ich jeden Tag und ich war echt unzufrieden damit. Und geringe Energie und so weiter. Und naja, ich habe dann angefangen mit dem Personal Training und das war auch ganz schön, weil gerade die Anfangszeit, ja, du stellst deine Ernährung um, du stellst deinen Tag um, weil du machst plötzlich 3-5 Mal die Woche dann auch Sport und nicht nur mal eben so 20 Minuten so ein bisschen so ein paar Übungen oder so, sondern halt auch mal richtig, ja. Und das Schöne ist, du quälst dich die ersten Tage eigentlich nur, weil du hast eben dieses Momentum überhaupt noch gar nicht aufgebaut. Das ist total anstrengend. Du hast Hunger auf einen Döner, auf einen Burger, auf alles, nur nicht auf das, was in deinem Ernährungsplan steht. Und du hast tageweise auch wirklich überhaupt gar keinen Bock, zum Sport zu gehen. Du machst es trotzdem, also ich habe es dann trotzdem gemacht. Und die ersten, ich glaube, 4, 5, 6 Wochen war ich total deprimiert, weil das so anstrengend war und ich im Prinzip keinen Unterschied gesehen habe. Ich habe mein T-Shirt ausgezogen morgens, ich stand vor dem Spiegel, ich dachte, ich sehe immer noch so aus wie vorher.
Und ich erinnere mich noch daran, wenn du gesagt hast, ich mache jetzt seit 4 Wochen, esse ich nur, also es ist ein harter Plan, ich esse nur Reis und Zeug und es verändert sich nichts. Und ich dachte nur so, hey, guck zurück in dein Buch und denk daran, was immer funktioniert. Absolut, absolut. Und genau so war das. Ja, ich musste einfach weitermachen. Und 4, 6 Wochen hat sich überhaupt gar nichts getan. Und dann ganz plötzlich kamen die Ergebnisse. Ganz plötzlich stand ich vor dem Spiegel und habe gedacht, Moment, jetzt von heute auf morgen, so nach dem Motto. Ja, war natürlich nicht von heute auf morgen. Aber von heute auf morgen hast du dann auf einmal, hatte ich dann die Situation, da habe ich meine Hose angezogen, habe die zugemacht. Und normalerweise musste ich so ein bisschen, damit der Knopf zugeht, so ein bisschen, kennst du vielleicht, ja? Die Hose ist eigentlich ein bisschen fast zu eng. Ja, also passt gerade so ganz gut, aber fast zu eng. Man muss so ein bisschen in dem Moment, wo du den Knopf zumachst, den Bauch einziehen. So war das bei mir. Ja? Und plötzlich war das nicht mehr so, sondern es war ganz locker. Und zwischen meinem Bauch und der Hose, als ich sie zugeknöpft habe, waren auf einmal 3, 4 Zentimeter Abstand. Ich dachte, Moment mal eben, das war doch nicht schon immer so. Und das sind die Momente, in denen dir das erste Mal auffällt und bewusst wird. Mittlerweile vom Spiegel, wenn ich die Bilder vergleiche, das Startbild zu dem Bild jetzt, nach 2, 3 Monaten, wow, das ist ein riesiger Unterschied. Und das ganz einfach nur, weil ich jeden Tag quasi die richtigen Dinge immer wieder gemacht habe. Die kleinen Dinge jeden Tag, sagen wir auf die Woche, also auf den Tag runtergebrochen, eine halbe Stunde Sport. Und jeden Tag anstelle der Pizza oder dem Döner, was ich mir reingepfiffen habe, ganz einfach dann Lachs mit Reis und ein paar und ein bisschen Gemüse dazu oder so. Ja, und das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel dafür. Ja, ja. Und plötzlich ändert sich alles. Vielleicht das auch nochmal als Ergänzung. Sehe es halt nicht nur im Spiegel, sondern plötzlich merkst du halt auch, du brauchst weniger Schlaf. Du bist erholter. Abends bist du nicht mehr so platt wie sonst. Du hast einfach ein anderes Lebensgefühl. Und nochmal, die ersten 4 bis 6 Wochen, ich habe gelitten wie ein Hund. Und danach ganz plötzlich dieser Hockeyschläger-Effekt. Auf einmal sind alle Ergebnisse da. Und es sind nicht die Quantensprünge. Ist ganz lustig, der Jeff Olson erklärt das. Was ist ein Quantensprung physikalisch? Ein Quantensprung bedeutet physikalisch, dass sich Stück für Stück die Energie anreichert auf atomarer Ebene und ein Teilchen so voller Energie ist, dass es auf die nächste physikalische Einheit überspringt, also auf die nächste Energieebene. Aber es ist kein plötzlicher Blitzschlag vom Himmel. Ja. Sondern es ist konsequent ein Anreichern von Energie. Absolut. Ganz schönes Beispiel ist, wir erleben das ganz oft, zum Beispiel, man sagt, der ist über Nacht reich geworden. Beispielsweise Facebook. Ja? Facebook ist über Nacht auf einmal da gewesen. Und auf einmal hatten es alle. Aber dass davor jahrelange Entwicklungen und Verbesserungen und keine Ahnung, was alles eingeflossen ist, dass eigentlich dieser Mark Zuckerberg das ganze Ding über Jahre aufgebaut hat. Und dann halt plötzlich dieser Quantensprung kam, wo es dann plötzlich über Nacht da war. Da hat dann keiner drüber nachgedacht. Ja? Es heißt immer, die Leute werden über Nacht reich oder über Nacht erfolgreich. Aber im Prinzip, wenn du mal dir das wirklich anschaust, dann ist es immer so, in jedem Fall, dass der plötzliche Erfolg nur dadurch kam, dass dem eben viele Monate und oft Jahre an harter Arbeit vorangegangen ist. Ja. Ja, ich habe genau zu dem Thema ein unfassbar geiles Zitat gefunden, was genau das beschreibt. So geil, als hätte der vor 2100 Jahren das gewusst. Und zwar heißt das Zitat: Krankheiten überfallen den Mensch nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel, sondern sind die Folgen fortgesetzter Fehler wieder der Natur. Von Hippokrates vor 2000 Jahren. Ja. Und in diesem Kontext das zu verstehen, ich kenne durch meinen Beruf, durch 8 Jahre Erfahrung, kenne ich echt mehrere 100 Menschen, die chronisch richtig beschissene Krankheiten haben. Und mir ist fast keine Krankheit untergekommen. Hey, wir arbeiten mit Olympiaärzten, wir arbeiten mit von den größten, teuersten Universitäten in Europa, den Forschern. Also da gibt es nichts, was wir nicht kennen. Ja, und mir ist nichts untergekommen, was nicht in irgendeiner Weise durch deine täglichen Schritte verbessert werden könnte. Mhm. Nehmen wir, jemand in meinem Umfeld hat Morbus Crohn, so eine Darmerkrankung. Ja, also, und da geht es immer schlechter und du hast so Schübe dabei. Hey,
Wir wissen doch, was es ist. Es sind bestimmte Dinge wegzulassen, zum Beispiel Alkohol wegzulassen, zum Beispiel Medikamente, zum Beispiel Zucker. Ich bin ja kein Spezialist, aber zumindest hat die Person mir das erzählt. Und bestimmte Dinge zu tun. Und jetzt tust du diese Dinge einfach kontinuierlich, ohne drüber nachzudenken. Du setzt es einfach um und um und um und um und um. Und die Leute meinen, das ist so langweilig. Nein, ist es nicht, weil es sich auf mal verzinst. Mal schneller, mal langsamer, völlig egal, aber es tut es immer. Weil Zeit der wichtigste Verbündete ist. Im Slide Edge gibt es viele Verbündeten, aber Zeit ist genau dieser Verbündete. Was die allermeisten Menschen fürchten sich eigentlich vor der Zeit. Wie viele Menschen sagen, oh nein, mein Leben ist fast vorbei. Und du musst einfach verstehen, heute ist Tag 1. Ja, und ja. Heute entscheidest du, auf welcher Kurve du bist. Es macht halt keinen Sinn, heute einen Apfel zu essen, morgen Snickers, heute einen Apfel, morgen Snickers, heute einen Apfel, morgen Snickers. Dann zahlst du mal ein. Ich sage immer, es ist wie so ein Bankkonto. Für die meisten Menschen logisch. Du zahlst plus eins und hebst minus eins ab. Ja. Da bist du auch nach 3 Jahren, wie viele Leute kennen wir beide, Julian, vom Kontostand? Wir interessieren uns viel für den beruflichen Erfolg. Wie viele Leute kennst du, die vor 3 Jahren an exakt demselben Punkt waren, nur heute andere Ausreden finden? Ja, absolut. Ja, also da, ich glaube, das ist der Großteil der Menschen. Ja. Es ist ja auch das Schöne, um da noch mal so ein Beispiel einzuwerfen, Menschen bekommen von heute auf morgen Rückenschmerzen. Und die Ursache liegt darin, dass sie seit 10 Jahren mit einer krummen Haltung auf ihrem Bürostuhl sitzen. Seit 10 Jahren. Und das jeden Tag. Und nach 10 Jahren kommt dann ganz plötzlich das Ergebnis Rückenschmerzen. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz, ganz schönes Beispiel, gerade auch so aus dem Bereich mit Menschen, mit denen du ganz viel, glaube ich, auch zu tun hast. Ne? Ja. Ja, die meisten Menschen glauben das ja wirklich, völlig klar, weil wir immer glauben, heute mein Kreuzbandriss kam jetzt aufgrund dieses einen Trainings, was ich gemacht habe. Ich arbeite ganz viel mit Fußballern, ja, und die Leute sagen, oh, meine Sprunggelenksfraktur, letzte Woche Basketball-Profi-Verein, meine Sprunggelenksfraktur kam von diesem einen Sprung, ich bin einmal falsch aufgetreten, so. Also je nach Experte, den du fragst, es gibt Experten, die kenne ich, die sagen, es gibt keine Momentverletzungen. Die sagen zu 0%, es gibt kein, ich habe Pech gehabt. Ja, ob man sagen kann, gut, wenn jemand kommt und dich mit einem Roundhouse-Kick umkloppt, was ist ja auch im Fußball, da ist eine rote Karte, sofort 5 Wochen gesperrt, aber gibt es ja auch mal, das ist vielleicht ist das Pech. Oder vielleicht ist das, aber für den normalen, der normale Mensch, der sich verletzt im Sport, da hast du permanent falsche Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel deine Schwachstelle nicht beweglich gehalten. Ich habe gerade wieder vor einigen Wochen so einen Leistungssportler gehabt, der sich an der Schulter verletzt. Mhm. Ja, und dann auf die Frage hin, okay, du weißt, Impingement-Syndrom ist genau dein Thema. Wie viele Mobilisationseinheiten in den letzten 12 Wochen hast du gemacht? Hat er mich angeguckt und gesagt, null, ja, null. Okay, es ist die ganz natürliche Folge, dass du dich jetzt bei deinem Sturz an der Schulter verletzt hast und dann ein Band gerissen ist. Mhm, ja. Aber doch nicht, weil, wie Hippokrates sagt, aus dem heiteren Himmel der Blitz kommt, sondern einfach, weil die Menschen konsequent leider die falschen Dinge tun, auf dieser Kurve des Scheiterns sind. Absolut, ja. Absolut. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, dass das ja in beide Richtungen funktioniert. Also wenn du jeden Tag quasi auf dieses Bankkonto einzahlst, plus eins oder minus eins, vollkommen egal. Jeden Tag plus eins, also jeden Tag den Apfel essen, jeden Tag die Sporteinheit machen, ja, dann wirst du auf lange Sicht die positive Auswirkung haben. Die Hosen werden zu groß werden, ja, dein Energielevel wird höher, du fühlst dich insgesamt besser oder eben andersrum, jeden Tag einen Minus auf dem Konto, ja, egal ob es jetzt die Zigarette ist oder ob es der Burger von McDonald's ist oder ob es jetzt, weiß ich nicht, was du jeden Tag deinem Körper oder allgemein in deinem Leben machst, was da vielleicht auch negativ ist. Ich glaube, oder auch lässt, ja, was dann negative Auswirkungen hat. Also es funktioniert in beide Richtungen. Ich glaube, was ganz spannend ist für alle, die uns jetzt gerade zuhören, ist, gerade wenn es auch um das Thema Gesundheit, wenn es um das Thema Energie geht, was sind einfache Dinge, die ich tun kann, jeden Tag,
um in 6 Monaten, in 12 Monaten, in 2 Jahren enorm davon zu profitieren. Du hast jetzt gesagt, um in 6 Monaten, um in 12 Monaten, um in 2 Jahren Erfolg zu haben. Jeff Olson, der Autor dieses Buches, ist jetzt kein ganz unbekannter Mann. In den USA Millionen Copies sold, ist der einzige Unternehmer, der jemals ein Unternehmen von 0 auf 100 Millionen US-Dollar Jahresumsatz binnen 12 Monaten skaliert hat. Hat das größte Fernsehnetzwerk, also Television Network, Name war TPN, The People's Network, gegründet mit fast 1000 produzierten Shows. Oprah Winfrey war dabei, Brian Tracy war dabei, so Leute wie Tony Robbins, alle diese Leute waren dabei. Das heißt, er hat das vorgemacht, dass es funktioniert. Er hat das Buch erst geschrieben, als er schon hunderte Millionen US-Dollar Umsatz gemacht hatte. Wir brauchen nicht darüber sprechen, dass das jemand sagt, ich habe mir da was überlegt, sondern der hat rausgefunden, warum bin ich 2-mal pleite gegangen und warum sind meine 5 Ferraris mir gepfändet worden und auf der anderen Seite, warum habe ich es geschafft? So, mein allererster Tipp wäre, um das praktisch umzusetzen, geh in die Buchhandlung und kauf dir dieses Buch. Oder und was sollte man dann an täglichen To-Dos am besten mit diesem Buch machen, Jan? Ganz einfach, er fängt fast ganz am Anfang an, lese 10 Seiten eines inspirierenden Buches jeden Tag. Und wenn dir 10 Seiten zu viel sind, weil ich kann mir gut vorstellen, weil es mir selber vor ein paar Jahren auch noch so ging, 10 Seiten Buch lesen ist für viele Menschen eine große Herausforderung, eine Qual, möchte ich fast sagen. Wenn dir 10 Seiten zu viel sind, fang mit einer Seite an. Tatsächlich habe ich, als ich das Buch gelesen habe, mir zum Ziel gesetzt, jeden Tag mindestens eine Seite zu lesen. In der Regel habe ich da mehr gelesen. Aber das ist auch ganz schön, also 10 Seiten, sehr guter Tipp von dir. Ergänzung, wenn dir 10 zu viel sind, fang halt mit einer an. Ja, das war Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2, wie kann man den kleinen Vorsprung ins Leben bringen? Der Ball ist auf deiner Seite. Jeden Tag 1 Kilometer joggen. 1 Kilometer sind lächerlich wenig. Ich habe es aber eingangs gesagt, es sind in der Woche 7 Kilometer, es sind 30 Kilometer, die du im Monat läufst. Das sind in der Summe aufaddiert in einem Jahr, ich glaube, 8-mal Marathon. Und 8-mal Marathon in einem Jahr macht schon einen großen Unterschied. Also jeden Tag 1 Kilometer laufen. Kriegt jeder hin. Tipp Nummer 3 sind die 4 Verbündeten. Vielleicht erinnerst du dich daran, die Verbündeten, ich muss das ablesen, Stetigkeit, Kraft der Fertigstellung, Kraft der Reflexion und Kraft des Zelebrierens. Und für mich einer der größten Gamechanger schon immer ist die Kraft der Fertigstellung. Pascal, unser gemeinsamer Freund Pascal Fey, sagt immer sowas wie Konzeptionsriesen und Umsetzungszwerge. Wir haben gerade im Vorgang nochmal drüber gesprochen, dieser Podcast ist seit 10 Monaten in dieser Schublade. Seit 10 Monaten versuche ich den zu veröffentlichen und es kommt so viel dazu, ja. Und es ist die Kraft der Fertigstellung, ja, und das ist so ein Prinzip, 4 Verbündete, die alles im Leben leichter machen und beschleunigen. Hier an meiner Wand steht, mach es fertig, bevor es dich fertig macht. Und alles, was wir nicht fertig machen, das zieht uns runter, das zieht uns wie die Schwerkraft auf die Kurve des Scheiterns. Also überlege, welche Dinge hast du dir gesetzt, welche sind gerade offen, ja, welche Nähkästchen hast du alle offen, da gibt es sicherlich 5 bis 10 in deinem Leben, mach die zu, mach die fertig, dann wird das Leben leicht und du hast viel, viel mehr PS für die Straße. Sehr, sehr gut, sehr, sehr mächtiges Werkzeug und für alle Geschäftsführer, Verkäufer, Selbstständigen, die jetzt diesen Podcast hören, habe ich noch einen sehr, sehr guten Tipp und zwar jeden Tag mindestens mit 10 potenziellen Kunden zu telefonieren oder mit 10 Bestandskunden, vollkommen egal.
Was mir auffällt, ist, dass die allermeisten Unternehmer, auch die Verkäufer, deren Job es ja eigentlich ist, mit Kunden zu tun zu haben, dass die allermeisten zu wenig Kundenkontakt haben. Und das ist das Grundproblem, was ganz, ganz viele haben. Viele beklagen sich darüber, dass sie zu wenig Umsatz machen, zu wenig Kunden haben und so weiter und so fort. Und das kann man ganz einfach verändern, beziehungsweise du kannst ganz einfach deine Aktivitäten, deine Vertriebsaktivitäten hochfahren. Vollkommen egal, ob das jetzt Telefonate sind, die du führst, mit potenziellen Kunden. Das ist immer so das, was ich empfehle. Egal, ob du in anderer Form irgendwie Kontakt zu deinen Kunden aufnimmst. Jeder Kontakt mit deinem Kunden bringt dich weiter und bringt dich ein Stück näher, an den nächsten Umsatz. Mega, mega. Und wir sehen, man kann den Slide Edge in alle Lebensbereiche übertragen. Es gibt da noch einen Bonustipp. Ich mache 6 plus 1 gleich, wo wir über die Lebensbereiche sprechen. Da habe ich noch eine ganz, ganz tolle Idee. Die Idee, die 90% aller Menschen interessiert. Wenn dich das interessiert, noch 60 Sekunden dranbleiben. mein Vorletzter, respektive letzter Tipp ist, oh ja, so rumdrehen wir das. Die meisten Menschen glauben, dass nichts zu tun, also keine Entscheidung zu treffen, Stillstand bedeutet. Ich sehe jetzt Julian hier und Julian nickt ganz heftig. Es gibt keinen Stillstand im Leben. Entweder du kommst nach vorne oder du schrumpfst. Wenn wir das Wissen nehmen und meine Mitarbeiter automatisch, meine Mitarbeiter, wir arbeiten so viel mit Wissen. Und jetzt ist die Frage, wenn du einen oder nehmen wir deinen Bereich, Julian, verkaufen, wenn du eine Woche kein Training machst, nicht daran bist, dich zu verbessern, dann verschlechterst du dich automatisch. Es gibt keinen, den heutigen Zustand behalten. Das heißt, diese 95% sind immer auf der Kurve des Scheiterns, weil sie sagen, ich spiele leidenschaftlich Basketball und ich sage, hey du, 5 Tage mal Pause machen. Ich kann nicht am selben Punkt anknüpfen. Ich werde schlechter sein nach 5 Tagen. Oh ja, oh ja. Schau in die Natur, es gibt keinen Stillstand, es gibt immer nur Wachstum. Jeder, alles, was lebt in der Natur, wächst und verändert sich permanent. Egal, ob das jetzt der Baum ist, egal, ob das der Grashalm ist, egal, ob das Lebewesen sind, Tiere, Menschen, wir verändern uns permanent. Schau heute in den Spiegel, schau morgen in den Spiegel. Du wirst keinen Unterschied sehen, aber dein Körper trotzdem verändert sich, ist in einem permanenten Veränderungsprozess. Und alles, was aufhört, sich zu verändern, alles, was aufhört zu wachsen, ja, jeder Baum, der aufhört zu wachsen, stirbt. Also alles, was nicht wächst und sich nicht verändert, ist tot in dieser Natur. Und deswegen geht es immer darum, sich weiter zu verändern. Und das ist schön gesagt. Also wenn du dich nicht weiterentwickelst, also wenn du nicht besser wirst, Schlechter. wirst du automatisch schlechter. Okay, Tipp 6. Also, dein Tipp 3. Oh, isst jeden Tag entweder ein Stück Obst oder ein Stück Gemüse. Also, es mag auch wieder klein und unbedeutend sein, aber gerade in Obst und Gemüse stecken so viele wichtige Nährstoffe für den Körper, Vitamine, Mineralstoffe etc. pp. Es macht auf lange Sicht wieder einen Unterschied, weil in 10 Jahren, wenn du jeden Tag einen Apfel isst, den du sonst nicht gegessen hättest, in 10 Jahren ist der Unterschied, dass 3.650 Äpfel durch deinen Körper durch sind oder eben auch nicht. Und wenn du dir die Frage stellst, macht das einen Unterschied? Ja oder nein? Dann glaube ich, kommt jeder zu der automatischen Antwort zu sagen, okay, auf die lange Sicht macht es einen Unterschied. Gerade wir sprechen in diesem Podcast viel über Energie, Lebensenergie und Gesundheit. Und ich glaube, da zahlt der Tipp auch ganz gut drauf ein. Mega. Ich erinnere mich noch daran, ich glaube, das war 2019, als du mir eine WhatsApp, so ein Memo gemacht hast, gesagt hast, Jan, so und so viel Tonnen Äpfel sind letztes Jahr durch meinen Körper gegangen. Ich denke so, hä, was will er jetzt? Und hast du es nochmal erklärt, gesagt, ich habe mir ausgerechnet, wie viel Tonnen Obst das eigentlich Ich glaube, es waren keine tatsächlich Tonnen, aber Kilo, Kilo. Vielleicht auch das, ja, wenn man, ja, okay, wenn man es hochrechnet, dann waren es wahrscheinlich hunderte Kilo, ja. Ja, aber unglaublich spannend, ja.
Also ich erinnere mich noch genau an das, wo du das mit Apfel gesagt hast. Sehr cool. Mir fiel abschließend jetzt gerade noch was ein, was die meisten Menschen, die so sich ums Business und um Erfolg kümmern, eigentlich eher ausblenden, weil es so ein bisschen weicher gilt. Erinnerst du dich an Martin Seligman? Und in den USA mittlerweile anerkannte Studiengänge. Er sagt so ganz einfach, normaler Psychologe stellt unten an den Rand der Klippe den Krankenwagen, damit die Leute, die runtergesprungen sind, verarztet werden können. Die positive Psychologie stellt den oben hin. Sehr schönes Bild. Also ist halt die Frage, willst du halt kaputt gehen oder willst du oben schon was für dich tun? Und jetzt ist eine Kernfrage, ist ein ganzes Kapitel im Buch, wie entsteht Glück? Glück entsteht, und das sagt nicht Jeff Olson, sondern Martin Seligman, der Begründer der positiven Psychologie, dieser ganzen Studiengänge in den USA. Ja? Wie entsteht Glück? Also wie werden wir glücklich, dankbar und zufrieden? Indem wir täglich ganz einfach eine Minute, zwei Minuten irgendeine dieser Glückshandlungen tun. Glückshandlungen können sein, fünf Dinge, wofür du dankbar bist, oder eine Minute kuscheln oder jemandem sagen, dass du ihn gern magst, oder drei Minuten reflektieren oder deine Lieblingssportart machen oder dein Lieblingsessen kochen oder irgendwas. Also gibt es verschiedenste, gibt glaube ich so 20 verschiedene Glückshandlungen, die man rausgefunden hat. Aber für uns alle völlig klar, was macht dich glücklich? Und das Ganze einfach jeden Tag, ganz kleine, leichte Schritte. Macht dich glücklich auf Dauer, ist der beste und einzige Weg, um ein glückliches Leben zu haben. Absolut, absolut. Und was du auch tun kannst, was echt richtig cool ist, wenn du gerade mal in so einem Tief bist, ich mache das ganz gerne dann, stell dir einfach zwei Fragen. Die eine Frage ist, worüber freue ich mich jetzt gerade? Und da einfach mal drüber nachzudenken, sich einfach mal zwei, drei Dinge vor Augen zu führen. Wenn dir nichts einfällt, wir leben in Deutschland in einem der reichsten, sichersten Länder, dir wird irgendwas einfallen. Ja? Also das Glück, was wir haben, hier alleine geboren zu sein, hier in Frieden und in Sicherheit und in Freiheit zu leben und aufzuwachsen. Allein die Tatsache, dass du heute Morgen aufgewacht bist, allein die Tatsache, dass du sehen, sprechen, hören kannst, dass du Hände hast und so weiter, also sich das mal bewusst zu machen, ja, das sind Dinge, die man sich vor Augen führen kann, natürlich auch ganz andere Dinge, stell dir einfach die Frage, worüber freue ich mich jetzt, und wenn du dir das beantwortet hast, stell dir die zweite Frage, und die lautet, worauf freue ich mich in der Zukunft? Und das kann alles Mögliche sein, egal ob du dich darüber freust, dass du vielleicht ein neues Auto bekommst oder in den Urlaub fliegst oder dass du dich auf das nächste Familientreffen freust oder whatever it is, ja. Sich einfach diese Fragen zu stellen und sich das bewusst zu machen, worüber freue ich mich jetzt gerade und worauf freue ich mich in der Zukunft. Diese beiden Dinge, wenn du dir die Zeit nimmst, da mal zwei, drei Minuten drüber nachzudenken, wirst du feststellen, dein Zustand, den du hast, der verändert sich, wenn du gerade in so einem Tief bist, kommst du dadurch ganz, ganz leicht aus dem Tief raus, ja. Mega, mega. Und du merkst, eigentlich könnten wir noch 3 Stunden weiter quatschen, weil das Buch so unfassbar reich ist. Und das Geilste ist ja, du füllst es ja mit Leben. Und zu jedem dieser, bei dir waren 37 Punkte, hat man hinterher 8 Geschichten. In jedem meiner großen Vorträge, in jedem meiner Coachings bekommt erstmal jeder Teilnehmer A, dieses Buch. Als Hörbuch, ja, oder also mittlerweile seit Juli diesen Jahres als Hörbuch oder als deutsche Kopie oder englische Kopie, und dann sprechen wir darüber, warum das so wichtig ist. Also mega, mega geil. Abschließend, es geht nicht um das, was du tust, sondern es geht um deine Philosophie dahinter. Du kannst jetzt den Menschen beibringen, erfolgreich zu verkaufen, erfolgreich am Telefon zu sein, erfolgreich Termine zu machen, Kunden zu gewinnen, alles. Das Geschäft zu skalieren, es geht nicht darum, was du tust, weil das Was gibt es millionenfach, sondern es geht darum, um das Wie tust du es? Ja. Wie setzt du es um? Absolut. Schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja, ich habe gewartet, ob du was sagen willst. Nee, ich glaube, das braucht man gar nicht ergänzen, das bringt es eigentlich auf den Punkt, ja. Mega, total cool. Ja, mega geil, Julian. Vielen lieben Dank für deine 25 Minuten. Ja, ein paar mehr geworden. Ne? Vielen Dank für deine Zeit, und dann sehen wir uns hoffentlich in den nächsten Tagen mal wieder. Ich freue mich schon drauf.
Wenn man abschließend, wenn man gesagt hat, oh, das hört sich knackig an, der Mahnken, geiler Typ, wo findet man Infos über dich? Gibt ja auch den einen oder anderen, der sagt, oh, verkaufen, mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Geld, mehr Gewinn, hätte ich auch gerne. Ja. Gib mal einen Tipp. Also grundsätzlich erstmal unter meinem Namen. Es gibt glücklicherweise in Deutschland gar nicht so viele Menschen, die genauso heißen wie ich. Deswegen, wenn du bei Google eingibst, Julian Mahnken mit H, dann findest du im Prinzip nur mich. Und wenn du noch gezielter suchen möchtest, dann gibst du entweder julian-mahnken.de ein, gibst akquisekrieger.de ein. Das sind die beiden Webseiten, die ich habe. Es geht vor allem um das Thema Verkauf, speziell um das Thema Akquise. Das heißt, alle Unternehmer, Selbstständige, Verkäufer in sämtlichen Bereichen, die sagen, ich habe noch Platz auf meinem Konto, ich habe noch das Potenzial in mein CRM-System, weitere Kunden einzutragen. Jeder, der sagt, er könnte noch ein bisschen mehr Umsatz gebrauchen, der darf sich gerne bei mir melden, egal ob er mich als Partner gewinnen möchte oder als Trainer. Da gibt es verschiedene Konstellationen. Schaut euch das einfach mal an. Wenn euch das interessiert, meldet euch sehr, sehr gerne bei mir. Ich freue mich drauf. Und ja, ich glaube, dass ja, das so dazu. Sehr cool. Kommt in die Shownotes rein. Und dann, liebe Freunde, ihr wisst, wie das läuft. Wenn ihr sagt, das war cool, dann das Geilste, was du als Zuhörer machen kannst, ist, das zu teilen. Ja, und auch hier wieder, jeder teilt es mit ein, zwei Freunden, jeder teilt es weiter und auf einmal, dass der Slide Edge entsteht eine Bewegung nur aus dieser Podcast-Folge. Also wenn du sagst, cool, das müsste ich eigentlich der Monika, dem Manfred und dem Julian mal empfehlen. Ja, Julian, ich werde dir diese Podcast-Folge dann persönlich empfehlen. In diesem Sinne, eine erfolgreiche Woche und wir hören uns wieder. Liebe Grüße, euer Jan Herzog. Ciao.